Ich ertrage es nicht mehr. Habe ich dir wieder genug lustiges Material geliefert? Kann ich den Daniel wieder nach Strich und Faden verarschen? Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Zocknudeln. Heute spielen Daniel und ich Battleblock Theater. Und ja, was soll ich dazu sagen? Schaut einfach mal selbst. Einem davon hat sehr viel Spaß gemacht. Hallo. Hallo. Ich werf dich mit der Frisbee ab. Errungenschaft. Oh nein. Ich werf dich doch mit der Frisbee ab. Mann! Ich hasse das Spiel. Lieber Peter. Ja, ich fick. Gerne. Was? Hallo. Ich war doch auf deinem Scheißkopf drauf, Mann! Ja, genau. Du spawnst und stehst auf. Das ist so scheiße. Ah. Es fängt schon wieder an. Nee, oder? Klick. Warum denn? Ich verstehe das nicht. Ich spring auf deinen Kopf und du kriegst einen Punkt. Ja. Ja, normal. Ach komm, wie kann er da auf mir stehen? Nein. Oh mein Gott. Wie? Alles gut bei dir? Der Daniel? Kein Bock mehr. Ja. Achso, stimmt. Man muss ja schlagen. Wolltest du auf deinen Kopf springen? Ja, mach dir Gewohnheit. Jawohl. Ach, wie dumm. Scheiße. Nein! Ich seh dich nicht. Darf ich mir nicht nehmen lassen? Bitte nicht! Ach komm! Unentschieden, ne? Puh. Ich hasse dich so sehr. Ja. Das gibt's doch nicht. Es ist eigentlich schlimm, aber ich habe voll keine Lust zu verlieren jetzt gerade, gell? Ja. Pech. Darf einfach nur nicht explodieren, dann ist alles in Butter. Oh! Nee, wie dumm! Nice. Yes, nein! Oh, schade! Yes! Geh runter! Yes! Du Spasti! Nice! Oh, ich find's gut! Ja! 2-0, nice! Nächstes Spiel? Ich bin froh, dass du mich jetzt gar nicht sehen kannst. Kann man da einfach. Es ist mir egal, dass du gewonnen hast, Grinsen, aber es ist mir halt einfach mega nicht egal, gell? Ja! Glaub ich schon. Hä? Ich guck dir jetzt zu. Oh nein! Warte! Das ist ja unfair, dass du es zuerst sehen kannst. Wenn ich die jetzt irgendwie abwehr. Guck mal, links sind Möpse. Halt die Fresse! Möpse! Oh Mann! Oh, wie super hast du das denn gemacht? Luna ist der beste Toll. Mensch der Welt. Halt die Fresse! So. Deine Schwester steht da hinten links, die ist nackt. Ich habe keine Schwester. Toll, du weißt, wo die sind, wie unfair. Spiel ist unfair. Spiel ist verbuggt. Schnauze. Ja, wie langsam. Jo. Jo. Ah! Bist du langsam? Souveränität ist eine Gabe. Du bist eine Gabe. Das kann man nicht lernen. Oh, den hättest du aber eben schon holen können. Ja, hätte können. Aber ich hab mir gedacht, wenn der Gonz da so schlecht war. Komm, stirb. Gib da 10 Euro. Digga! Kann ich da nicht hoch? Ey, das wäre jetzt echt scheiße gerade. Oh, warte kurz. Das war aber knapp. Aber ich glaub, aber besser. Ja, ich glaube. Ey, jetzt voll nervös. Ja, 4 Sekunden. War aber nicht so souverän, ne? Jo, mit Glück. Scheiße. Bisschen nervös. Oh, das ist halt geil, dass du bei Dingern halt mega schlecht bist. Das habe ich gestern, das habe ich halt schon mal erwähnt. Du hast halt ein Timing wie. Ja, wie eine kleine Hure. Ja, genau, mit Geschmack. Ja. Eine geschmackvolle Hure. Ulleck! Wer hat jetzt hier die dicksten Eier? Ja, ja. On the world. Oh, es war aber knapp. Oh, dicke Eier ist anders, Digga. Ja, doch, ich habe 3 dicke Eier. Was? Geil! Oh.
Jo! Was ist das für ein Riesenrotz hier? Ich hab keinen Bock mehr. Man sieht halt, wer der Bessere ist. Wenn man die ersten drei Level spielt, sieht man das. Scheißen. Ja, geh doch einfach oben lang, du Idiot. Nee. Oh, mega scheiße. Soll ich auch noch 2 Minuten warten, so wie du brauchst? Oh Mann, das war mega viel zu schnell. Egal, oh, abhaken und weitermachen. Big Balls! Immerhin habe ich einen gewonnen. So ein Optimismus hätte ich gern, wenn ich verliere. Immerhin habe ich eins gewonnen. Aber ich bin immer so verfickt, verfickt! Daniel, der Daniel, der Daniel. Toll! Nein, du! Dass ich immer anfangs so gut bin und du dann immer so scheiße bist. Was? Warum kannst du eigentlich wieder schneller hauen als ich? Ich hau die ganze Zeit! So ein Rotz schon wieder. Ist jetzt ein Rotzspiel wieder, weil ich gewonnen hab. Ja! Hab ich gewonnen? Ich hab gewonnen. Nein. Ich hab den Stern. Wenn man das Gesamtbild betrachtet, hast du eigentlich verloren. Warum? Weil ich habe an Erfahrung gewonnen, dass du eigentlich voll der Spaß bist. Und das ist viel mehr wert, als hier so ein Pissspiel zu gewinnen. Nein. Du motzt doch immer voll rum, wenn du verlierst. Ja. Wenn es doch nur ein Pissspiel ist. Das macht dann mich heul ich immer so sympathisch. Ja. Mira, scheißegal. Oh, no. Super. Geh auf dein Ding. Geh auf dein... Scheiße. Oh! Ah! Hure. Geh auf dein Ding. Hurensohn. Ist mir gerade egal. Nein. Du gewinnst nur, weil es mir egal ist. Jetzt gar nicht egal, jetzt heult er wieder rum. Dann hätte ich mich dann welchen da reingeschmissen. Du nimmst das alles ja, ernst. Genau, er sucht immer für die Ausreden. Ich bin dafür, dass du rausgehst aus dem Zacken. Entweder backt das Spiel bei dir rum. Das musst du raus. Oder, keine Ahnung, ich würde cheaten. Der leckt. Der leckt. Ach, cheats. Aha, das Wort hast du in den Raum geworfen. Ich nehme das aber nicht ernst. Was? Ich bin ja der King of the Hill. Guck mich an. Bist du nicht? Ich hab einen Vogel. Ja, ist gewonnen. What's the problem? Hab ich doch gewonnen. Hast du mich gesehen? Hast du gehört? Der Daniel? Mag nicht mehr. Ich hab mich extra noch in die Luft geführt. Jetzt wird gemalt. Oh. Jetzt rennst du wahrscheinlich nur hinterher hier, hä? Nein. Das ist doch scheiße! Was ist das? Ich hasse dich doch! Weiter gar nicht. Hallo Daniel. Oh! Das ist doch beschissen! Sorry! Ist das unfair? Ja. Das sind wieder ganz andere Formen an, das ist so nicht gedacht. Der ist jetzt schon gereizt. Achso, ist. Oh geil. Es war 2 Runden immer. Was? Ich hab doch aber gewonnen die erste Runde. Ja, aber das wird zusammengerechnet, oder? Toll, und wenn ich mal gewinne, dann zähl ich nicht! Ist mega unfair, oder? Ja, steht nämlich noch auf und sagt. Es ist unfair, gell? Ja. Aktivier deinen Spaß, die Modus wieder, komm. Mach ihn an. Ja gut, komm raus. Komm raus, Daniel! Hol dich drauf, komm! Oh. Das ist voll... Voll verbuggter Scheiß, Mann! Ich kann voll nichts für dich machen! Oh, das ist ja alles blau. Ich sollte so Sprüche unterlassen, oder? Wenn er schon gereizt ist. Ja. Ja. Daniel, alles gut bei dir? Erzähl mal was. Daniel aufregen, was ist. Ah ja, ich meine, wenn ich nichts machen kann, ist halt echt scheiße, gell? Spielst du jetzt unfair? Ja, jetzt hast du eh schon wieder gewonnen und jetzt machst du dann einer fair. Drecksau.
Ja. Dass die Zuschauer denken so, ja, der Gude hat doch gar nichts gemacht. Ist er so. Also. Ein Spasti ist er. Geht. Ja, ist schade, ne? Nicht mal furzen kann. Geht voll. Du hättest Welt. Das genauso gemacht, wenn dir das aufgefallen wäre. Ich hätte aber mehr dreckig gelacht dabei. Ja, aber so bin ich ja nicht. Ich bin halt ein fairer Sportsmann. Da gibt es Beweise, die das Gegenteil sagen. Weiß ich, wer raus ist. Gunnar, du bist kein fairer Sportsmann. Das wollte ich dir einfach nur mal so sagen. Warum? Was soll ich machen? Gunnar. Alle sind gespannt. Ich bin echt mal mega gespannt jetzt, gell? Ja. Was? Ist scheißegal, du führst 2-0. Trotzdem, niemals. 2-1. Voll beschissen. Ey, das Spiel war lustig. Ja. Oh, du Wichser! Warum hast du Flügel? Ja, genau. Ja! Fick doch die Muschi. Was? Die Muschi ficken. Vagina Futze. Gib jetzt. Ich find, das mit dem auf den Kopf springen sollte man abschaffen. Dich sollte man abschaffen. Scheiße! Jo. Ich finde, das mit dem auf den Kopf springen sollte man verschärfen. Ja, klar. Doppelficken. Oh, da habe ich wohl gewonnen. Das Spiel ist so toll. Möchtest du was dazu sagen? Daniel? Daniel? Ich habe überlegt, aber nein. Also. Danke. Ich denke, ich habe genug. Oh, guck gesagt. Mal, ich bin MVP. Weißt du, wie man sowas wie dich nennt? Ein toller Typ. Markus. Also du schluckst doch. Kann man die nicht einfach nur einsammeln und dann hat man die und dann... Wird man in Ruhe gelassen? Lass mich doch! Warum? Du bist viel schneller als ich, Mann! Heul nicht rum, Mann! Es ist so! Du bist so! Du willst viel mehr rumheulen, wenn ich so bin. Nein, ich bin Kinder. Ja, ich glaube, ich habe mehr. das Spiel ist schön, oder? Daniel? Daniel ist pissig. Oh, 2-0. Scheißen. 2-0. Hast du dabei an mich gedacht? Ja, wie soll ich da nicht an dich denken, wenn das, was da unten rauskommt, genauso aussieht wie du? Keine Ahnung. Jo, hat halt schon sehr viel Spaß. Ja. Nein. Es steht jetzt, reg dich doch nicht auf! Sag doch einfach nein, wenn es jetzt so einsteht! Guck mal, da hast du gar noch Chancen. Ich merke nur, dass ich die ganze Zeit auf die Schnauze flieg hier. Wo ist er denn? Oh, der hat bestimmt so viel gerade. Das heißt, auf den Kopf springen. Oh, halt die Fresse bitte. Ja. Ich hatte die Note. So, danke fürs Zuschauen, ich hab keinen Bock. Das war sehr lustig. Oh ja, guck mal, ich hab gewonnen. War recht knapp. Ich bin Team Blau. Ich bin sogar echt Team Blau. Bist du tatsächlich? Ja. Deswegen hast du wahrscheinlich gewonnen, die Power des Team Blau. Und die unschlagbare Power. Ja. Da hat der Daniel sich wohl etwas aufgeregt. Ja, aber ich denke, er gönnt mir auch mal hier den Sieg, dass ich mal besser war in einem Spiel als er. Und wir spielen das Spiel übrigens auch zusammen, denn auf seinem Kanal kommt ein Together. Wann jetzt genau, weiß ich noch nicht. Aber klickt einfach auf das Video. Wenn da ein Link ist, dann ist das Video schon online und... ich würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut, weil es ist sehr lustig. Wir haben schon ein paar Parts aufgenommen. Riesenspiel, macht sehr viel Spaß. Da spielen wir dann auch zusammen und nicht hier gegeneinander, sonst würde der Daniel ja sich kaputt weinen. Aber wie gesagt, schaut da mal rein und schaut auf seinem Kanal vorbei. Dann seid ihr regelmäßig informiert und wir sehen uns dann nächsten Samstag, da verspreche ich mich, ist mir scheißegal, das Video war so geil, da brauche ich das nicht rausschneiden. Wir sehen uns nächsten Samstag, macht's gut und tschüss. Hast du auch noch ein Manager? Das Ding, ich habe halt nicht ernst gemacht. Ja. Aber sagt es den Zuschauern nicht. Ja, warum nicht? Kriegen die dann ein schlechtes Bild von dir? Ja.
war jetzt absichtlich ein bisschen aufregen und dann ist das lustig und dann ist das okay für die Zuschauer. Für die Zuschauer reicht es. Achso, wie? Hast du was gegen die Zuschauer oder was?